Seit der Einführung des Seat Leon im Jahr 1999 wurden mehr als 2 Millionen Fahrzeuge von diesem Typ verkauft. Und damit ist der Leon wie kein anderes Fahrzeug ganz klar einer der Träger des Erfolgs der Marke Seat, den wir aktuell erleben dürfen. Jetzt zeigt Seat die mittlerweile 4. Generation des Fahrzeugs und wir schauen uns jetzt mal an, was ist neu am neuen Seat Leon. Wenn wir uns die Front vom neuen Seat Leon anschauen, erstmal vorweg eine Info, er ist jetzt 1,80 Meter breit und damit 17 mm schmaler als sein Vorgänger, fällt aber gar nicht auf und dafür gibt es einige Gründe. Zum Beispiel den neuen Kühlergrill, denn die Form, die kennen wir schon aus dem Seat Tarraco, aber er ist hier nochmal flacher und breiter und das sorgt einfach dafür, dass das Auto insgesamt vorne kraftvoller daherkommt. Außerdem wichtig auch die weit nach unten gezogene Motorhaube, beziehungsweise hier dieser Überhang, der dem Auto vorne einfach nochmal so ein bisschen Dynamik gibt. Dann ganz wichtig, wir haben hier unten relativ viele kleine einzelne Anbauteile und wichtig dabei ist, die sind einzeln. Das heißt, die übernehmen nicht nur die Aerodynamikfunktion, sondern die können zum Beispiel bei einem kleinen Frontrempler auch mal getauscht werden, ohne dass man gleich den kompletten Stoßfänger tauschen muss. Dann, wie ich finde, ganz besonders wichtig, die neuen Scheinwerfer, die sind jetzt ein bisschen tiefer im Auto, das gibt dem Auto so ein bisschen mehr einen bösen Blick und übrigens ab sofort hat der Leon immer LED-Scheinwerfer an Bord. Es gibt aber auch noch eine höhere Ausbaustufe, das ist dann das sogenannte Full-LED-Paket. Wenn wir uns die Seite vom neuen Leon anschauen, dann fällt als allererstes mal die Haube auf, denn die ist zum einen deutlich länger als vorher und ich finde, sie wirkt auch wesentlich flacher als beim Vorgänger. Außerdem ganz wichtig, die Frontscheibe ist ein bisschen weiter nach hinten gerückt und etwas steiler. Das sorgt dafür, dass wir, trotzdem wir die Frontscheibe weiter hinten haben, immer noch genug Platz haben, auch für große Leute im Innenraum. Dann wichtig zu wissen, der Wagen kommt serienmäßig auf 16 Zoll Rädern daher. Bei der FR-Version sind 17 Zöller, es geht aber hoch bis zu 18 Zoll. Wenn wir uns das Auto insgesamt anschauen, der ist deutlich gewachsen. Er ist jetzt 4,37 Meter lang und damit knapp 9 cm länger als der Vorgänger. Der Kombi ist noch mal rund 7 mm länger als der Fünftürer. Wenn wir uns jetzt die Seite dann anschauen, dann fällt aber auch auf, hier ist auch was passiert, denn der Radstand ist gewachsen und zwar um satte 5 cm. Und das sorgt natürlich im Innenraum, gerade beim Fond, für deutlich mehr Platz. Schauen wir uns aber separat nochmal an. Dann ganz wichtig, man hat versucht, wenn man sich das Design anschaut, an der Seite möglichst viele Linien aus dem Auto rauszunehmen, das Auto einfach cleaner zu machen. Und das sehen wir zum Teil hier, ist gar nichts mehr zu finden, aber wir haben immer noch hier eine sehr dominante Linie unterhalb des Spiegels und wir haben unten immer noch diese leicht ausgestellten Schwelle an der Seite, die das Auto einfach nochmal kraftvoller auf die Straße stellen. Wenn wir weiter nach hinten gehen, finden wir wieder die typische Linie des Leon hier, die hier unterbrochen wird an dem hinteren Teil der Tür und die dann schön in die Seite der Heckscheinwerfer läuft, wie ich finde, da haben wir so eine richtige Seat Leon, ich sag mal, Signatur und insgesamt wirkt der Wagen einfach deutlich gestreckter, denn er ist auch einen kleinen Hauch flacher geworden als sein Vorgänger. So, das Erste, was hier im Interieur auffällt, ich habe genauso viel Platz oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als im letzten Seat Leon, das heißt auch für große Leute vorne, sowohl für Fahrer wie auch für Beifahrer, ausreichend Platz oder mehr als ausreichend und auch die Sitzposition sehr angenehm hier vorne. Das Lenkrad ist gut einstellbar, kennen wir aber vom Vorgänger auch schon. Lenkrad sieht aber ein bisschen anders aus. Ich habe hier einfach mal das Sportlenkrad hier im Fahrzeug, weil wir die FR-Ausstattung gerade unter dem Hintern haben und ich sehe hier, ich habe die Möglichkeit links komplett das Thema Tempomat und Assistenzsysteme und so weiter einzustellen. Rechts habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel mein neues voll digitales Cockpit mir einzustellen, denn der Leon hat ab sofort zumindest optional ein 10,25 Zoll großes digitales Cockpit. In der Basis immer noch Rundinstrument, aber das hier sieht wirklich richtig schick aus und ist auch schön ins Fahrzeug integriert, macht sich hinterm Lenkrad wirklich sehr ordentlich. Außerdem wichtig, wir haben jetzt Infotainment-Systeme mit einem Touchscreen von 8 Zoll in der Basis bis hoch zu 10 Zoll. Das haben wir hier verbaut und das ist wirklich sehr groß. Sieht hier im Fahrzeug richtig gut aus und vor allen Dingen bietet es alles an Informationen, was ich so brauche beim Fahren oder auch beim Plan meiner Fahrt. Wichtig ist aber auch zu wissen, wir haben jetzt im Leon, ähnlich wie wir es auch schon aus dem VW Golf kennen, eigentlich keine Knöpfe mehr. Das heißt, wir haben die gesamte Bedienung, auch zum Beispiel der Klimaanlage, hier über das Display zu lösen. Wir haben darunter noch, auch aus dem Golf bekannt, rechts und links Touchsensoren, in der Mitte so ein Swipe, wo wir so ein bisschen wischen können oder mit zwei Fingern besondere Funktionen hervorheben können. Und finden eben auch hier links zum Beispiel unterhalb vom Lenkrad die Bedienung des Lichts des Fahrzeugs. Aber auch da keine Knöpfe, keine Schalter, alles nur noch mit Touch. Und das Ganze zieht sich dann auch fort, wenn wir zumindest die Automatik fahren. Kein klassischer Schalthebel mehr, sondern auch hier in der Mittelkonsole nur noch dieser kleine Joystick. Dafür gibt es hier aber einfach mal mehr Platz für Ablagen. Und hier gibt es zum Beispiel auch vorne eine Ablage. Natürlich hier mit der Möglichkeit, das Telefon kabellos zu laden. Wichtig aber auch zu wissen, wenn ich mit Kabel laden will, im Auto hier finde ich nur noch USB-C-Schnittstellen. Wenn wir das Thema
Konnektivität sprechen, dann ist ganz wichtig, Ihr neuer Leon, der bietet natürlich Apple CarPlay und zwar auch Wireless und es bietet natürlich auch Android Auto hier im Fahrzeug. Und das ist der erste Seat, der komplett ja, always on ist, wie man das so schön nennt. Das heißt, es gibt eine eingebaute sogenannte eSIM, also eine SIM-Karte, die immer im Fahrzeug verbaut ist. Und ab der höheren Variante, also wenn man das große Navigationssystem zum Beispiel bestellt, gibt es auch Live-Daten. Das heißt, ich habe Live-Verkehrsdaten, ich habe die Möglichkeit, Sachen wie Tankstellen, die Preise abzurufen, Parkplätze abzurufen, Wetterdaten und so weiter und so fort mitzunehmen. Und ganz wichtig, ich kann zum Beispiel auch mit der App, die es dazu gibt, mein Fahrzeug quasi fernsteuern, also nicht nur auf- und zuschließen und den Status sehen, sondern zum Beispiel auch meine Route planen und die dann einfach ans Fahrzeug zu schicken. Und ich denke, ganz wichtig und eigentlich auch ganz nett ist, dass es hier im Leon jetzt auch eine neue Sprachsteuerung gibt, die einfach so arbeitet, als würde ich mit dem Auto ganz normal reden können. Und die hat als Startkommando Hola, Hola. Ganz wichtig ist außerdem, dass es jetzt endlich so etwas gibt wie Ambient Light. Und zwar nicht nur einfach ein Licht, das hier im Auto um mich herumläuft, sondern Seat benutzt dieses Licht auch zum Beispiel für die Assistenzsysteme. Das heißt, es wird benutzt, wenn ich hier sage, ich will die Spur wechseln, dann habe ich nicht mehr nur noch das Licht, was hier aus dem Spiegel plötzlich blinkt, sondern auch das Ambient Light gibt mir die Warnmeldung, finde ich einen wirklich sinnvollen Einsatz. Bereits zur Markteinführung gibt es für den Seat Leon eine große Palette an unterschiedlichsten Antrieben. Die leisten insgesamt zwischen 90 bis rauf zu 204 PS. Und dazwischen finden wir Benziner, Dieselmotoren, Erdgasantriebe, Mild-Hybride und Plug-in-Hybride. Hervorzuheben sind unter anderem die beiden kleineren Benziner, der 1 Liter und der 1,5 Liter, denn die bieten beide die Zylinderabschaltung. Außerdem wichtig, wir haben den Mild-Hybrid mit dem 48 Volt Bordnetz mit an Bord. Und ich denke, ebenfalls hervorzuheben ist zum Beispiel der CNG-Antrieb, also der Erdgasantrieb, denn der hat über 400 Kilometer reine Erdgasreichweite und natürlich noch der Plug-in-Hybrid, denn der bietet mit dem 1,4 Liter Benziner gekoppelt mit dem Elektromotor eine rein elektrische Reichweite von über 60 Kilometern. Geschaltet wird wie immer manuell oder über das Doppelkupplungsgetriebe und einige der Fahrzeugvarianten sind auch mit dem 4Drive Allradantrieb bestellbar. So, ich habe jetzt mal hinten Platz genommen. Meinen Sitz vorne habe ich nicht verstellt. Wie man sieht, es ist wirklich was passiert im Innenraum. Denn ich sitze hier und habe vor den Knien wirklich noch Platz, also locker so viel. Wenn ich mich aufrichte, habe ich selbst über dem Kopf noch Raum. Und das, obwohl das Auto ein bisschen flacher geworden ist. Also der Komfort auf der Rückbank hat auf jeden Fall zugelegt. Wenn wir uns das Heck des Seat Leon anschauen, dann fällt zuallererst mal auf, wir haben hier ein durchgehendes Lichtband von einer Seite zur anderen. Und ganz wichtig, die LEDs, die laufen hier einmal im Kreis drumherum. Das ist die komplett neue Lichtsignatur am Heck der neuen Seats. Und schön ist dabei übrigens auch die sogenannte Welcome-Funktion. Das Auto gibt also so einen wirklichen, richtig schönen, ja, wir sagen schönen Gruß, Lichtgruß, wenn man den Wagen öffnet. Wichtig hierbei ist aber auch zu wissen, ja, ist voll LED, aber in der Serie gibt es das nicht. Das ist aufpreispflichtig bzw. abhängig von der Ausstattungsvariante. Deswegen aufgepasst. Ansonsten, wenn wir uns das Heck anschauen, wie ich finde, typische ja, Seat Leon Proportionen. Wir haben schönen, vernünftigen, relativ klaren Heckstoßfänger. Wieder hier mit dem typischen Einschnitt drin. Und natürlich unten zwei, in diesem Fall bei der FR-Ausstattung, zwei große Auspuffblenden. Aber ganz wichtig am Heck des Leon ist das neue Logo. Denn wir haben nicht nur das Seat-Schild, quasi Seat-Signet, das als Öffner für das Heck dient, sondern wir haben darunter den neuen Leon-Schriftzug, jetzt in Schreibschrift. Und das werden wir, glaube ich, auch bei anderen Seat-Modellen in Zukunft etwas öfter sehen. Und wo wir schon mal hier stehen, schauen wir doch jetzt einfach mal in den Kofferraum. Der neue Leon, der bietet 380 Liter maximales Ladevolumen mit aufgestellter Rückbank. Das ist übrigens genauso viel wie der Vorgänger. Aber klappe ich die Rückbank um, dank des längeren Radstands bietet er jetzt 1301 Liter. Und das sind rund 90 mehr als beim Vorgänger. Das war's vom neuen Seat Leon der vierten Generation. Was mir am Auto tatsächlich richtig gut gefällt, ist gerade die Frontpartie, denn ich finde, die sieht deutlich kräftiger, deutlich ja, auch moderner aus als beim Vorgänger. Zum Interieur, klar, fast keine Knöpfe mehr. Ob mir das gefällt, weiß ich noch nicht, aber dran gewöhnen werden wir uns alle. Wichtig ist aber, wir haben jetzt ein 10 Zoll Display fürs Infotainment. Das finde ich richtig schön. Viel Platz, viele neue Funktionen und ich finde auch, dass sich das digitale Cockpit im Leon wirklich gut macht. Aber sehr viel wichtiger für die Passagiere ist sicherlich 5 cm mehr Radstand. Das heißt hinten deutlich mehr Platz. Und der Kofferraum ist im Grunde genommen geblieben beim Vorgänger. Es sei denn, ich klappe die Rücksitze um.